Hallo und grüß Gott im Zimmer 224 im Hotel Odyssey, also auf Deutsch Odysseus, auf der Insel Mljet in Kroatien. Das ist ganz in der Nähe von Dubrovnik gelegen, auf einer superschönen Insel, die übrigens eine Insel mittendrin hat. Eine Insel mit einer Insel auf einem netten kleinen Salzwassersee mittendrin. Ja, ich bin hier soeben angekommen in diesem schnuckligen kleinen Hotelzimmer, habe das Gefühl, der Balkon ist fast größer als das Zimmer. Bei dem Ausblick irgendwie braucht man auch nicht mehr. Schaut's einfach mal raus. Es ist schon traumhaft schön gelegen, auch wenn der heutige Tag nicht ganz so heiß ist. Gerade die letzten Tage waren deutlich heißer, aber schön bedeckt, warm, angenehm, ideal zum Sport machen, zum Radeln, zum Wandern, zum Segeln. Auch wenn es heute noch ein bisschen windig ist, aber es ist schon schön. So, zeig euch mal ein bisschen mein Zimmer hier. Das ist das klassische Bett, da steht schon mal mein Koffer. Es gibt ein Telefon. Ja, gut, das Übliche, wie gesagt, da ist der schöne Balkon. Gehen wir auch gleich mal raus. Es gibt da ein Tischchen und einen Schreibtisch. Es gibt einen Flachbildfernseher. Dann schauen wir doch mal hier auf den Schrank. Was haben wir denn da? Wir sehen keinen Tresor. Ich sehe derzeit auch keine Minibar. Gut, so. Dann haben wir hier das Bad mit Toilette und der Dusche und einer ziemlich lauten Lüftung an einem Spiegel. So ein Pseudomarmor oder wie? Und Waschbecken. Dort klemmt ein nicht klaubarer Föhn. Seifenartikel suche ich jetzt gerade. Dort haben wir eine Seife und dort haben wir auch nochmal so einen Seifenspender. Alles weitere ist nicht vorhanden. Handtücher sind da. Okay. Ja, und dann schauen wir mal raus. Oh, Schatz, mal ein paar nette leckere Kekse sind da. Das ist fein. Und dann schauen wir mal, was wir hier so draußen haben. Auf der Insel Mljet. Eine wunderschöne Aussicht. Übrigens, Roman Abramowitsch ist hier des Öfteren zu Gast mit seiner fetten Yacht. Und auch so manch anderer russischer Oligarch fühlt sich hier sehr wohl. Hier in Kroatien, Süddalmatien, um die Ecke von Dubrovnik, auf der Insel Mljet, die noch nicht wirklich so jeder kennt. Was ein kleines verstecktes Stückchen Erde, so eines der kleinen Hidden Gems, wie man wohl sagen würde. Nun ja, wahrscheinlich bis zu diesem Video. Und wenn ihr das dann auf YouTube jetzt seht, und mein Artikel auf www.legourmand.de, Le Gourmand, das Genießermagazin, lest, werdet ihr wahrscheinlich alle herkommen. Denn ja, die Schönheit der Insel ist auf jeden Fall bezaubernd. Ein wunderschöner Tipp für Familien, für Pärchen, für Wanderer und Radfahrer, die einfach mal in Ruhe Urlaub machen möchten. So, dann gehen wir doch mal gerne wieder rein. Und dann soll es das gewesen sein für heute von der Insel Mljet in Kroatien. I love Croatia. Bye bye und ciao.